Was ist denn da dieser Tür? Nichts, aber die knallt jedes Mal und die Nachbarn werden sie irgendwann merken. Dieser grüne Schein durch diese moosige Scheibe, der auf diesem Schreibtisch fällt, sieht total geil aus. Ist die Decke runtergekommen? Ja. Und der Teppich hängt da oben noch. Alter. Knopfdrücken sinnlos. Das wäre so geil, wenn jetzt der Boden so plötzlich für eine Falltür nachgeben würde. Oh. 5 ja. Euro, wenn du probierst. Nein, danke. Hi und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist für Lost Place Time und wir sind mit alten Bekannten unterwegs. Da hinten der Issa und Marcel, der versteckt sich ja ganz hinten. Und die zeigen uns ein bisschen ihre Ecke, was sie hier so an Lost Places haben. Ansonsten noch, Stefan ist dabei, Reiseleiter Dennis rennt hier schon wieder rum und Sam ist dabei. Und in dem Sinne, viel Spaß bei diesem Video. Oh ja, das sieht gut aus. Gar keine Klingel mehr. Hallo. Nicht, dass er gleich noch einmal mit Kleber runterkommt. Nö, braucht man einen Eingang. Mit nur ein Teil Hausnummer rum. Was sind das für geile Fenster? Die kann man aufdrehen, die sind mittig gelagert. Hm. Suche ich mir einen anderen Eingang. Und wo sind die anderen? Oh, wie geil. Das gefällt mir hier richtig. Schön verwuchert. Noch Akten. Ganz viele Akten. Heftig. Das liegt ja alles rum. Ladestand quasi rüber. Liegt ja alles auf dem Boden verteilt. Zeitungen. Schlüssel. Ein Flatscreen. Alles noch da. Oh, da ist noch ein Scanner. Ja. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, sowas. Unten liegt noch so ein Bleistift an Spitzer. Da ist er wieder. Oh, das darf ich nicht zeigen. Aber von weitem liegen sogar noch Akten rum. Rechnungsbücher. So. Rechnungen liegen hier noch rum. Wahrscheinlich Daten vom Klienten, von der Musikschule noch. Heftig, was hier noch so einfach rumfliegt. Und was es hier noch gibt. Das gute alte Kohlepapier zum Durchpausen und eine VHS. Was geht leer. Ich habe mal das Licht ausgemacht. Denn dieser grüne Schein durch diese moosige Scheibe. Der auf diesem Schreibtisch fällt, sieht total geil aus. Das gefällt mir richtig gut. Also ich habe extra Gebäck mitgebracht, wenn jemand Keks haben möchte. Ja, ja. Steht da was drauf? 2008. Die gehen noch. Ja? Klar. Die entfalten doch gerade ihr Aroma. Oh ja, die ist gut, die Küche. Die ist richtig gut. Nutella, lass du noch was drin? Nachfüllbeutel?
Der Ofen ist sauber, der Rest ist dreckig. Man kann sich echt nur reinquetschen. Seid froh, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Jawohl. Boah, Alter. Hier ist auch richtig schön. Hinter mir sieht man es, der schwarze Schimmel an der Wand. Also als lange halten wir uns hier nicht drin auf. Das riecht etwas sehr unangenehm. Boah, ne, da finde ich nicht rein. Aber hier, fein Shampoo Kieselerde. Da hat einer. 1, 2, 3, 1. Ist das, hat einer gesammelt? Ach, hier. Ah, hier war. Das sind für Lieder. Stuttgart, München, Lübeck. Alles voll damit. Brasilianischer Liederabend. Ich habe meine Nadel selbst gemacht. Lecker. 5 Euro, wenn du probierst. Nein, danke. Hier ganz viele Prospekte, die hier noch rumliegen. Prospekte, Noten. Bayreuth. Salzburg. Spanien. Stuttgart, München, Lübeck. Letzten Salzburg. Wien, Bayreuth, Bremen. Ja. Hamburg. Wir können überall sein. Überall. Strom ist auf jeden Fall nicht mehr an. Hinten raus, hier ist noch so ein Sicher. Das hier sind ja diese alten Schraubsicherungen und das sind schon so modernere. Die schrauben auch rein, aber wenn Strom drauf wäre, würden die jetzt auch rauskommen, wenn ich auf Test drücke. Wie die modernen, bringen raus. Wenn man die wieder reinmacht, drückt man diesen schwarzen Knopf. Da hat man wieder Strom. Aber meistens den Baustromverteilern auch. Und hier sind ja schon diese die neueren Sicherungen. Hier mit FI. Boah, der geht schon gar nicht mehr. Doch. Der ist ja schon so schrott und moderig. Selbst der Testknopf kommt nicht mehr raus. Dann machen wir lieber wieder aus. Falls doch mal jemand auf die Idee kommt, irgendwo drauf zu drücken. Alter. Vorne noch der alte Thompson, ne? Ja, der gute. Der ist einer der ersten Flachbildschirme. Ich hatte ihn von vorne gesehen, hast du ja. Oh ja. Der ist ganz schön flach. Das war Qualität, ja. Oh ja. Wie geil. Muss man sich einfach mal reinziehen? Ist die Decke runtergekommen? Ja. Und der Teppich hängt da oben noch. Ja. Also das Ding ist echt einsturzgefährdet. Wie viel hast du drauf, Bro? Keine Ahnung. Das sind 5er. 30, das sind 2,5, glaube ich. Ja. 35. Das ist echt schwer. Ich bin auch gar nicht warm. Aber hier ist ein Kreuzchen raus. Ach, rumänisches Kreuzheben. Ich bin nicht warm, das geht nicht. Oh ja. Und das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Als ob da was drin war mal. Ich kenne das, dass da eigentlich denn so ein Sturz drin ist. Das ist ein rundgemauerter wohl. Aber wie wir auch wieder alles sehen, ja, überall diese Aus.
Auswinterung nennt man das so. Die ganzen Ausblühungen. Ja. Ja, das ist hier der Zement, der ausblüht. Ja. Durchs Wasser. Richtig, wird ausgewaschen. Und dementsprechend sieht das nur aus. Genau. Das sind auch wieder. Che Guevara heißt er? Sohn und der Panda. Der Panda, der hier überall gemalt ist. Da ist er. Che Guevara auch. Pikachu, ein böser Pikachu ist das aber. Ja, beim Lost Place muss er böse sein. Ich guck dir diesen geilen Heizkörper nochmal an. Ja. Jetzt ist er natürlich nochmal schöner. Aber mir gefällt die Villa. Sie sieht auch sehr schön aus. Wenn halt nicht so der erste Stock so wäre. Jawohl. Ey, das sieht so krass aus. Schön gefallen, ne? Da macht die Beine auch nicht mehr lang. Nee. Hier hängen auch ordentlich die Würmer drin. Ja. Echt schade um das alte Gebäude. Hier, guck mal, hier muss auch aufpassen, der Boden. Ach, du sagtest, hier war eine zum Schluss eine Musikschule. Eine Musikschule, ja. Die war, glaube ich, von 2004, von 2000 bis Ende 2007. Gewesen sein. Dann können wir ja abschätzen, dass jetzt 2007 das Ding da steht. Und so wie die Balken aussehen, wahrscheinlich aufgrund der Bausubstanz. Dass es deshalb verlassen wurde. Wer ist so meine? Ja, wenn du dir mal die ganzen Bänder anguckst, siehst du ja überall, wo das Wasser rankommt, ne? Ja, da. Ja, hier die Decke wölbt sich auch schon. Und? An der Lampe ist Kalk. Kalk? Ja. Auch was aus dem. Da gibt's was aus der Decke rausgewachsen wird. Das riecht ja richtig alt. Ach du Scheiße. Das sieht man richtig, wie der Boden sich so wölbt. Aber die Decke fühlt sich schon besser an. Ja, so eine Mischung aus altem Gebäude, Feuchtigkeit, feuchte Bücher und Marderkacke. So riecht das hier drin. Alex, sinnloser Knopf, Knopf drücken, sinnlos. Das wäre so geil, wenn es der Boden so plötzlich in eine Falltür nachgeben würde. Schade. Die waren richtig teuer, diese Maschinen. Ja, die hat so einen coolen Tisch, wo man die hier drin versenken kann. Was ich meine, Marc kann mir das bestimmt sagen. Wie Fadenstärke, wie doll es angezogen wird. Kannst du Muster einstellen, wie sie nähen soll.
Das verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Das Ding wird auf jeden Fall noch mit dem Riemen angetrieben. Geiler Scheiß. Ich habe gesehen, da gibt es noch einen Dachboden. Kannst du mal hochgucken? Mhm. Boah, es riecht ja schon. Wie in so 100 Jahre alten Häusern. Ja, Dachboden. Ja, weil. Boah, ist das ein geiler Geruch. Oh, geil. Das sind auch solche liegenden oder so versprungene. Gezogen. Gezogen, genau. Du sagst es. Hinter mir sieht man es. Ich finde das auch total geil. Das hat sich mal einer richtig gut durchdacht. Da kommt eine schöne Platte drauf. Die Holztreppe hoch. Kannst du wunderbar dran arbeiten. Ja, kannst du schön aus. Ja. Gehst hier hoch, stehst da oben, kannst du da oben so klappen, kannst du aufmachen, fegen, fertig. Da die Schornsteine ja einen gewissen Zug brauchen, um vernünftig zu arbeiten, können sie ja nicht mitten in der Fläche irgendwo rauskommen lassen. Die mussten damals immer einen gewissen Teil über den First rausgucken. Und um das zu erreichen, da die Schornsteine wurden einfach angefangen zu mauern und man wusste vorher nicht ganz genau, wo enden die, wurden sie bis zum Dachboden hochgemauert und dann wurden sie bis in den First reingezogen und dann einfach, wie wir es hier sehen, schräg gemauert. Und die sind hier noch mit Eisen gestützt, dass sie nicht runterfallen. Weil sonst würden die sich einfach irgendwann durchbiegen und kaputt brechen. Okay. Und dadurch, dass sie jetzt in First gezogen sind, stehen sie über dem First, hängen richtig im Wind drin und hast da richtig schön diesen Kaminsog. Ah ja. Darum, wenn die manchmal damals in der Fläche standen, wurden die bis über den First rausgemauert. Und dann wurden sie mit Fangbändern abgefangen, dass sie nicht umkippen. Okay. Ich habe auf der Arbeit mal so ein Ding abgerissen, das ist echt heikel. Ja. Wenn du da nicht aufpasst, dann schlägt das Ding bis in den Keller durch. Ich würde es vielleicht, wenn ich es abreißen müsste, würde ich es abstützen. Im jeden Fall. Und dann Stück für Stück von oben abtragen. So haben wir es gemacht. Ja. Stein für Stein runtergenommen. Stützen unter, die wir hatten, war so mit Holz gestützt. Was so aussah wie die Balken unten. Mhm. Natürlich, warum der so gezogen ist, verstehe ich auch nicht. Damit sie auf dem Dach vielleicht die gleichen Abstände haben? Das kann sein. Weil der ist ja eigentlich fast Mitte First. Das ist ja nicht viel, was der gezogen wurde. Wo der von dort bis fast an Grad zur Walmglocke gezogen. Ja, stimmt, hast recht. Da sind die Grate. Hast du ungefähr so einen 70, 80 cm Platz. Und das Ganze hast du hier nebenan. Auch den Schornstein mit dem Abstand. Es wird eine optische Sache sein. Aber die sind gefährlich, die Schornsteine. Hat sogar mal ein Kollege geschafft, wurde mir damals erzählt. Dass er eingestürzt ist, oder was? Wie genau? Ich glaube, er ist mit dem Kran gegen gefahren. Und hat auch nicht ganz aufgepasst, das Ding bis in den Keller durchgeschlagen. Und da der richtig Ruß drin hängt, sah dementsprechend die Wohnung aus. Die ganze Bude war schwarz und halt ein Riesenloch in der Mitte, wo der Schornstein stand. Boah. Ja. Was ist denn da dieser Tür? Nichts, aber die knallt jedes Mal. Und die Nachbarn werden es irgendwann merken. Ja. Dennis hat Nein gesagt. Wir machen es trotzdem. Halt sie wenigstens fest. So. Was haben wir hier denn noch? Altes Radio. Ach nee, das sah gerade aus, ob das noch leuchtet. Das ist bestimmt, ja. Manuell ein aus, automatisch ein aus, Radio. Ultra kurz und Mittelwelle bestimmt. Sind wir auf Mittelwelle, ultra kurz, UKW. Den Klang verstehen, die Lautstärke.
Stimmt, mit Bessen ist das hier. Ja, da sind die Nachbarn. Das ist hier so aus einer Villengegend, in der wir hier sind. Die haben so witzige Turbolüfter auf dem Dach, die haben wohl Probleme mit Feuchtigkeit. Das ist auch jede Sache, ne? Hast du schon so ein Haus, was Rotte ist? Und dann wird schön das Fenster offen gelassen, das finde ich ja auch nicht so cool. Ganz zu. Nee, muss ja nicht sein, dass wenn man hier schon, ja, wenn wir uns das hier anschauen und hier das Fenster offen steht und hier bei Starkregen immer mehr Wasser reinkommt, das muss echt nicht sein. Da kann man auch schon mal das Fenster einfach zumachen. Das habe ich damals dem Schloss auch gemacht. Mittlerweile sind die leider alle eingeschlagen worden. Wie es meistens so ist, ne, dann denkt man so, ja, ich mache die Fenster zu, dann kann ja der Wind nicht so rein, dann schlägt das nicht, dann geht ja nichts kaputt. Und dann kommen andere, reißen das auf, finden es witzig und lassen das so. So, ganz einfach, Fenster zu und fertig. So wie es ein bisschen Respekt an die alten Häuser noch hat, weil das ist echt schön hier. So. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist ein richtig schöner Raum, der das hier ist. Oder in dem ich hier gerade bin. Wobei, dadurch, dass das Fenster offen war, ist leider auch viel Schimmel gekommen. Tja. Wie es immer so ist. Wohl ein altes Herrschaftshaus war das hier. Oder Herrenhaus. Irgendwann verkauft oder eine Musikschule reingebaut. Von, ich glaube, ist er meinte von 2003 bis 2007. War das Ganze hier eine Musikschule. Dementsprechend ist da unten diese ganzen Prospekte noch zu sehen und auch Noten. Ja, und dann wahrscheinlich aufgrund der Bausubstanz, wo unten die Balken ganz schön angegriffen sind, wurde das Ganze aufgegeben und verlassen. Und jetzt gammelt das so vor sich hin, wie es in den meisten Fällen mit verlassenen Häusern ist. Aber schade. Ist trotzdem sehr schön hier zu sein. Ist und bleibt sinnlos. So. Hier riecht schon wieder nicht mehr so pelzig auf der Zunge. Ein bisschen frischere Luft. Oh, hier war eine Küche. Unterstützt, damit das nicht runterfällt. Oh, das kenne ich noch. Hier immer eine Küchenrolle drauf. Zellophan. Ist aber noch ein bisschen vorhanden. Und hier war eigentlich immer Alufolie drin. Hat man dann so viel abgezogen, wie man brauchte. Das lassen wir. Rübergezogen, zurück und dann war das Ganze abgeschnitten. Eigentlich voll die praktische Erfindung. Warum gibt es sowas heute nicht mehr? Echt super. Hier ist der Flur. Und da ist der Raum runtergekommen. So stehe ich auch dementsprechend auf diesen alten, verransten Balken hier. So. Gut, damit dementsprechend bewege ich mich auch ein bisschen vorsichtig. Das Gute ist, ich wiege nicht so viel.
Ich weiß die Antwort. Wie lautet sie? Wir fahren jetzt gleich weiter. Ding, 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 ding. Aber wirklich nur zum Phänomen. Bei Ihnen läuft es 1-8-7. Nein, muss 7-8-1 lesen. So. Dann sind wir hier durch. Das war der Panda. Achso, entschuldigt. Herrschaftliche Stadtbilder, später Musik, Schule gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Na, die Instagrams von allen, bis auf Stefan, der hat kein Instagram. Doch nicht. Kommt unten in die Videobeschreibung rein und vielleicht macht er sich auch über Instagram. Lasst einen Daumen da. Ach nee, keine Schleichwerbung. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.